Willkommen zu einer neuen Rubrik bei mir. Bühne frei würde im Endeffekt eine Rubrik sein, bei der ich underrated Artists, wie zum Beispiel heute Unusual Dement, nehme und sie ein wenig pushen möchte mit einem eigenen Video darüber, wie großartig sie eigentlich sind. Das muss aber jetzt auch kein unfassbar kleiner Künstler sein. Ich könnte mir auch einen etwas größeren Künstler schon nehmen, der schon seit Jahren dabei ist. Aber grundsätzlich geht es darum, Dinge, die underrated sind, Dinge, die noch nicht so geschätzt wurden, wie sie es sollten, dass wir die einfach ein bisschen highlighten. Und wie schon gesagt, heute geht es um Unusual Dement. Ich hätte eigentlich ein anderes Video wieder mal vorgehabt, aber wie gesagt, diese Garagensituation aus dem letzten Video hat sich nicht... Die hat sich nicht bereinigt. Gut, aber was wissen wir denn eigentlich über Unusual Dement? Er ist ein amerikanischer Artist, er kommt aus Wisconsin und man merkt es auch ein bisschen an seiner Musik, er geht sehr in diese R&B-Richtung, in ein bisschen traditionellere Richtung, aber kann auch ein bisschen poppigeren Stuff machen. Er hat bisher 2 Tracks released. Einer geht auch wirklich in diese traditionelle R&B-Richtung, die man locker mit Grand Fires oder Frank Ocean vergleichen könnte. Der andere Song ist etwas bisschen poppigeres, bei der man sich gut vorstellen könnte, dass zum Beispiel auf Channel Orange gelandet wäre. Man merkt, die Inspiration durch Sachen wie Frank Ocean ist bei ihm sehr groß. Ich bin auch großer Fan von Frank Ocean und man merkt es natürlich, aber grundsätzlich darf man jetzt nicht ihn als Kopie oder sonst was heruntersetzen, denn er selber ist einfach ein großartiger Artist mit einer sehr, sehr sanften, schönen Stimme. Das Schöne an Unusual Dement ist einfach, dass seine Vielfalt sich jetzt schon zeigen lässt und bald möchte er eine EP veröffentlichen und ich bin mir sicher, darüber werden wir dann auch mal sprechen. Jetzt gehen wir mal zu den 2 Songs herüber. Der eine heißt Amber, der andere heißt Pine und wir fangen jetzt mit Amber an. Man könnte es eigentlich auch mit Steve Lacy vergleichen ein bisschen, also instrumental-wise. Nice. Man kann ihn definitiv mit Steve Lacy vergleichen, ein bisschen mit Childish Gambino, nicht zu viel. Frank Ocean auf jeden Fall auch, ein bisschen vielleicht wie Internet. Es geht auch wirklich definitiv in diese Richtung. Und ich finde es einfach schön zu sehen, mit den 2 bisherigen Songs, die er bisher draußen hat, welchen Boom das schon bei ihm ausgelöst hat. Weil normalerweise 2 Songs, man denkt sich, ja, ist jetzt noch nicht so genug, damit so viele zuhören. Aber falsch gedacht, denn zum Beispiel der 2. Song wurde schon damals als Premiere rausgegeben beim Apple Music Radio unter Zane Lowe. Und Zane Lowe ist einer der größten Musikjournalisten da draußen, die es gibt, und Radio-Host. Dass die Großen in diesem Musikbusiness schon die Ohren aufspitzen, ist für ihn einfach jetzt schon eine Weltklasse-Situation. Oh, es ist so gut. Es ist fantastisch. Fantastisch. Das Beste an der ganzen Sache ist, zu der Zeit, wo ich dieses Video hier mache, ist Unusual Dement noch nicht bei einem Major Label oder überhaupt bei einem Label gesigned. Die Songs werden immer als Unusual Productions gelabelt, was darauf schließen lässt, dass er noch selber einfach sein ganzes Zeug macht, was Weltklasse ist. Es ist definitiv nicht eine normale Situation, dass ein Künstler so viel für Aufmerksamkeit sorgt, indem er den ganzen Scheiß einfach bloß alleine macht, in Anführungsstrichen, was jetzt Promotion-Zwecke anbelangt. Ich habe Unusual Dement kennengelernt, indem ich in einer Frank Ocean-Gruppe war. Und ein Freund seinerseits hatte einen Tag bevor Amber released wurde, hat er gesagt, yo, da kommt von meinem Kumpel, kommt da bald ein Song raus, wäre cool, wenn ihr mal da reinhören würdet. Natürlich ist das erste, was man damit assoziiert, ist, ja, es ist irgendein Kumpel, wird halt irgend so ein amateurhafter Scheiß sein. Und dann kam eben Amber und ich war so fasziniert. Und warum ich das einfach die ganze Zeit anmerke mit dem Independent-Sein, es ist einfach eine sehr, sehr harte Sache,
sich selber alleine in der Musikindustrie durchzuboxen. Amber hat zu dem Zeitpunkt von diesem Video auch 4,6 Millionen Streams auf Spotify. Der andere Song Pine, den wir gleich anhören werden, ist Anfang Februar rausgekommen und hat schon 700.000. Also wie gesagt, Pine Anfang Februar rausgekommen, wir hören ihn uns an und let's go. Und man merkt, es geht wieder in diese traditionellere Richtung. Man merkt schon am Instrumental ein bisschen. Vocals. Die Vocals sind sensationell. Sensationell. Und wie das alles in Szene gesetzt wird, ist einfach so krass. Es ist ein wundervoller Song. Und man weiß sofort, wie sehr es ihm an Herzen liegt. Man merkt sofort einfach, wie passionate er einfach ist über die Themen, die er anspricht und einfach allgemein, wie er die Themen herüberbringen will zu dem Hörer. Und man merkt es einfach. Und ich finde es schön, ich finde es super. Weil das ist buchstäblich unusual. Der Name ist so passend, weil alles, was ich bisher angesprochen habe, einfach nicht wirklich so ganz normal ist. Und das ist so schön und das ist einfach auch der Grund, warum ich solche Rubriken machen möchte, wo ich solchen Leuten einfach eine Chance geben möchte, weil man merkt einfach, wie sehr die Underground-Schiene mittlerweile auch einfach ganz oben mit competen kann, mit professionellem Sound. Aber nicht nur professioneller Sound, auch einfach eine gescheite Promotion, das wissen wir spätestens seit Lil Nas X. Dann auch noch diesen Draht zu haben zu anderen Künstlern, Producern oder wie schon gesagt, Zane Lowe, einer der größten Radio-Hosts und Musikjournalisten da draußen, die es gibt. Seinen zweiten Song als Premiere bei Apple Music spielen zu lassen, in der Radiostation, ist ein so großer Faktor. Das sind alles Dinge, die ihn einfach destined for greatness machen. Ich bin ziemlich überzeugt, dass der ein Household Name wird. Ja? Also wirklich ein Household Name in der R&B-Industrie. Was gibt es da noch so zu sagen? Ich meine, im Endeffekt, er hat einfach solch eine großartige Stimme. Wie man es ja schon gehört hat. Ich meine, wenn du es nicht gehört hast, dann bist du taub oder so. Nee, aber es ist krass für mich, dass ich von Minute 1, besser gesagt Sekunde 1 dabei sein durfte und ich sehe, wie er von Monat zu Monat einfach mehr Hype bekommt und mehr Zahlen reinbekommt und es macht mich einfach sehr glücklich. Das soll es aber für heute auch schon wieder gewesen sein. Ja, wenn die Garage drüben mal wieder steht oder keine Ahnung, was die da vorhaben mit deren bescheuerten Lärm, dann kann ich vielleicht auch die Videos machen, die ich an erster Stelle habe. Weil man muss sich vorstellen, es ist März und ich habe noch keine Album-Topliste, ich habe noch keine Song-Topliste vom letzten Jahr veröffentlicht. Würde ich gerne machen. Danke fürs Zusehen und man sieht sich bestimmt in einem anderen Video wieder. Also bis dann. Ciao.